Ich wünsche euch also herzlich willkommen zurück zu Poppy Playtime. Chapter 2 ist jetzt schon eine Weile draußen und ich wurde schon sehr oft gefragt, wann ich denn das Chapter 2 endlich mal spiele. Und hier sind wir also. Poppy Playtime hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Auch das ist nicht an mir vorbeigegangen, denn, wie ihr seht, ne, wenn man hier draufklickt auf den kleinen... Wie hieß er noch, der Blaue? Ich habe es schon bei vergessen. Ich habe eigentlich alles vergessen aus dem ersten Spiel. Huggy Wuggy, genau, Huggy Wuggy hieß der. Da wird der Shop geöffnet. Generell ist wohl, seitdem wir das erste Mal oder das erste Chapter gespielt haben, dieses Spiel sehr stark kommerzialisiert worden. Ich habe sogar schon Kinder durch die Gegend laufen sehen, die Huggy Wuggy als Spielzeugfigur dabei hatten oder als Kuscheltier. Fand ich ein bisschen komisch, weil eigentlich ist es ja ein Horrorgame, was eigentlich auch ziemlich verstörend ist. Und generell ist alles halt so ziemlich auf Kommerz gemacht. Dennoch will ich mir das Chapter 2 angucken, denn Chapter 1 fand ich eigentlich ziemlich geil. Es war sehr, es hat mich sehr an Portal erinnert, nur mit mehr Horrorelementen und halt so ein Hauch FNAF da drin, so vom Style mit den Knuddelfiguren. Deswegen, ja, wir werden wahrscheinlich, ich denke, also so viel wurde ich schon durch Thumbnails von meinen Kollegen gespoilert, dass es neue Figuren geben wird und, wir dürfen gespannt sein. Kapitel 2. Fliege in einem Spinnenweben. Okay. Oh, guck mal. Hi. Wie krabbelt die Hand hier. Ne? Jetzt ist Poppy frei und die Situation beginnt sich schnell zu verändern, während du nach einem anderen Weg suchst, um aus der Fabrik zu entkommen. Okay. Copyright 91. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? It's playtime! Okay, das ist echt cool, weil es war wirklich so gemacht. Wie eine Werbung aus den 90ern. Wake up. Wake up. Bin doch schon wach. Poppy Playtime, Kapitel 2. Darf ich reden? Okay, das zweite Kapitel... Das zweite Kapitel ist wohl ein bisschen länger als das erste. Das heißt, möglicherweise werden wir hier ein bisschen länger zu tun haben. Oh mein Gott. Das ist aber genau die Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also hier war Poppy drin, die Puppe, ne? Die richtig mit dir spielen kann und so. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich weiß gar nicht, rechts, links, genau, oder? Weil es gleichzeitig geht auch. Wir konnten gar nicht alles nehmen. Man musste immer irgendwie auf den gewissen Oberflächen. Und dann könnte man hier mal ziehen. Oh Gott, ich habe alles vergessen. Okay. Ah, guck mal hier. Da kommen wir da nicht her. Vielleicht das Kissen. Hä? Okay. Kommen wir hier durch die Türen? Oh. Oh! Okay, warte mal, da waren noch andere Türen, oder? Hier zum Beispiel. Oh, es ist so dunkel. Das ist keine Tür. War hier noch eine Tür? Da war keine Tür. Okay, hier sind wir richtig. Es sieht schon eine ganze Ecke düsterer aus, finde ich. Also es sieht schon ein bisschen düsterer aus als der erste Teil. Der erste Teil war mehr so kindlich verspielt, aber dieser Teil sieht jetzt tatsächlich ein bisschen düsterer aus. Also es wird anscheinend mehr Richtung Horror-Game.
Gefällt mir eigentlich ganz gut. Stairway, also Treppe zu. Und was ist das? Bay 9. Okay. This way. Dieser Weg. Elliot Ludwig. Was zum Teufel? Wer ist Elliot Ludwig? Nicht, was liegt hier Schönes? Ist ja richtig kaputt da. Ach du Scheiße. Der auch. Können wir uns da irgendwie... Ah, stimmt. Das ging ja irgendwie. Warte mal, wie geht das? Warte mal. Oh Gott. Oh, okay. Einfach rüberschwingen. Ja, jetzt habe ich's. Ich brauche ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich es genau machen muss. Da muss ich Anlauf nehmen. Ja, okay. Leiter. Können wir die auch nehmen? Ja, die können wir auch nehmen. Komm mal mit, du Leiter. Schwer, ne? Press hier. Does someone need a hug? Okay, mit beiden konnte ich die zurückziehen. Und diese Dinger? Die kann ich nicht abmachen. Wir müssen daher. Stimmt, mit beiden habe ich ein bisschen mehr Kraft. Hier, warte, das ist doch... Ich tue mich gerade ein bisschen schwer. So. So geht's aber. Oh! Was ist das? Schalter. Können wir was drücken? Overload, Start, Stop, Auto on, off. Ist das ein Schlüssel? Tab, um dein Inventar zu sehen. Schlüssel. Okay. Was haben wir noch? Mehr haben wir nicht. Okay, Schlüssel. Okay. Ein Schlüssel für was? Ein Schlüssel für was? Für eine andere Tür? Ich will die Leiter wieder aufstellen. Geht nicht. Hab's kaputt gemacht. Okay, gehen wir mal zurück. Oh, das habe ich echt nicht drauf mit dem Schwingen. Das wird bestimmt nochmal wichtig. Ah, für Elliot Ludwig wahrscheinlich. Okay. Okay. Brauchen wir hier vielleicht die Leiter? My best friend. Huh! Sprungkissen. Poppy. Thank you, Mr. Ludwig. Ist das der Erfinder von Poppy? Ich schmeiß hier alles um. Okay. Okay, da ist ein Tape. Okay, und ein Text.
Experiment 814. Kann ich das lesen? Notes. Es ist zu klein. Ich kann es nicht lesen. Was? This experiment utilized a live rat. Dieses Experiment benutzt eine Rat was fed 3 portions daily for 2 weeks. At the end of 2 weeks, the rat was killed and submerged into a poppy power and progressive get mixture. Also die haben irgendwie eine Ratte mit irgendwas gefüttert und dann in so eine Poppy, ach, in die Poppy Flower, nicht Power, Poppy Flower, in die Poppy Blume getan und irgendwas vermischt. Eine Woche später wurde ein elektrischer Schock zur Ratte geführt. Still in the get, in the attitude to reuse it. The rat, rewind, ich kann es nicht lesen, Analysis. I still believe in the progression of the poppy power, flower. Also er glaubt immer noch in das Potenzial der Poppyblume. Ist ungewöhnlich, es hat ungewöhnliche Eigenschaften und führt mich dazu zu glauben, dass die richtige Mischung und die Prozedur vielleicht in lebensverändernde Eigenschaften führen kann. Die Poppyblume ist für eine lange Zeit stark symbolisiert worden, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass das ohne Grund geschehen ist. Vielleicht irgendwas Größeres als eine Ratte würde vielleicht andere Ergebnisse erzielen. Okay. Ah, das ist die Poppy Flower hier, ne? Huch. Ich hänge mein Kissen hier. Poppy Flower. Oh! Okay. Im Inventar. Daisy. Woher weiß ich denn, was ich nehmen kann? Hier geht's auf jeden Fall weiter. Oh, warte, hier ist das Videotape. Playtime Cup O is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Okay, also... Das war aber den Erfinder oder den Gründer hier von Play, Poppy, Poppy, ne, hier, Playcom, Playtime, hier die Firma halt, ne? Der hatte quasi, war geschieden, aber trotzdem Familienmensch und wollte immer an seinen Sachen arbeiten, an seinen Spielsachen, und ein plötzlicher Tod in der Verwandtschaft hat ihn quasi noch tiefer in dieses Loch geführt, dass er halt da sein Bestes geben würde, bis ein tragisches Ereignis 1900 passiert ist. Na, mal sehen. Okay. Gehen wir mal wieder durch die Schächte. Ich hoffe, Huggy Wuggy kommt nicht. Der ist ja, nee, der ist ja runtergefallen. Den haben wir ja gar nicht, den haben wir ja quasi besiegt, ne? Der dürfte also eigentlich nicht mehr hier rumrennen. Hui. Okay. Sorry. Poppy. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Ah. Okay. Und dann? War das nicht so irgendwie?
Hat geklappt. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. Okay, Poppy hat sich bedankt, dass wir sie... You get on up here. Wo bist du denn? Ach da. Come on. While I'm still a doll. Soll ich da hoch oder was? Wo soll ich denn hin oder soll ich da hoch? Oh, warte mal. Don't you wanna come with me? You're making me sad. Doch, ich komm schon. Ich muss nur eben gucken, wie ich da hochkomme. Muss nur mal eben gucken. Muss ich wieder zurück? Muss ich daher? Warte mal, ich muss da bestimmt. Ich fühle mich wie so ein Idiot. So, muss ich da hoch? Nee. Hier hoch? Da hoch? Also das passt schon. Also sie sagt, das ist irgendwie ein Zug in der Nähe. Und sie hat einen Code dafür. Sie weiß den Code. Und da müssen wir hin. Hey, I'm up here. Ah, hi. I see you. Huch. I should be able to follow you through the fence. This way. Okay. Machst du mir hier auf? Ah, wir haben den Strom angemacht. Das müsste doch eigentlich funktionieren hier, oder? Ah. Jetzt haben wir's. Innovation ist der Schlüssel. Innovation, ja, Innovation ist der Schlüssel. Vergessen wir den Tod. Ah! Wie soll ich denn da rüberkommen? Ich verstehe es nicht. Sie nicht in deine Nähe. Steh auf. Wir hatten eigentlich genug Chancen, das mal zu auszuprobieren hier. Ich finde das sau schwer. Nein! Ich hab losgelassen. Ich glaube, wir können schaukeln, hin und her schaukeln, ne? Vielleicht sollte ich das nochmal in dem anderen Teil üben. Bevor wir... Ja, pass auf, ich übe das erstmal hier. Also drauf. Das gibt's doch nicht, ey. Der lässt dann einfach los.
Ich will nämlich nur ein Stück hochziehen. Ah, so, okay. Okay. Ich versuch's nochmal. Ja, ist aber ganz knapp, du. Da musst du schon wirklich den Schwung mitnehmen hier. Da, nee, man darf sie nicht hochziehen. Man muss quasi... Das klappt doch nicht mit dem Schwung. Wieso kann man sich nicht rüberschwingen? Ich verstehe es nicht. Halte mich für doof, aber ich verstehe es nicht. Da muss man... Ah, springen. Okay, okay. Springen. Drauf zurennen, springen. Schnappen. Oh Gott. Ah, okay. Jetzt habe ich's. Was war denn hier unten? Ich brauche immer ein bisschen länger, ne? Habt ihr schon gemerkt? A buzzy bee, that's me. Die sind immer blutig. Warum sind die blutig? Kann ich nicht abmachen. Komme ich denn sonst irgendwie da rein? Okay, das geht nicht. Ah, da bist du ja! Listen, I'm going to need you to trust me. Oh, scheiße. Poppy? Du musst mir vertrauen, sagte sie. Produktion, Spielstation. Playlace. Forschung. Und Innovation. Und jetzt? Soll ich da reinspringen? Ich glaube eher nicht, ne? Geh mal zurück. Kann ich da jetzt... Muss ich da vielleicht doch reinspringen? Ich verstehe es nicht. Das kann ich alles nicht nehmen. Ich spring mal da rein. Was zum Teufel? Elliot Ludwig. Leith Pierre. Eddie MNR. Stella Graeber. Und... Das war eine Rutsche. Wir sind in der Game Station. Überall diese kaputten Spielzeuge. Krieg ich da was? Strom. Wir brauchen erst Strom. Ah ja, ich sehe schon wieder. Hier die Stromrätsel, ne? Von da nach da. Hä? Oh, das geht direkt zu. Okay. Erst das hier, oder was? Okay. Warte mal. Wie sollen wir denn da rumkommen? Da geht der Rote rum.
Okay. So geht's ja nur, ne? Wir müssen irgendwie da rüber. Mal, wir müssen quasi... Ah, hier so rüber. Okay. Auch nicht so. So, irgendwie. Hä? Ah, okay. Ich muss noch um den. Ich muss da irgendwie rum. So. Ah, komme ich nicht mehr auf die Seite. Ist egal. Wir können dann noch so machen. Und dann so. Aha, okay. Ah, alles klar. Okay, okay. Wie gesagt, ich brauche mal ein bisschen länger, ne? Wow. Sie hat meine Hand. Very exciting, Mommy. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Das ist richtig cool gemacht. Also Kommerz hin und her, es ist richtig cool gemacht. Es ist definitiv ein ganzes Stück düsterer als der erste Teil, finde ich. Was ist das denn für ein Toy, für ein Spielzeug? Steht da was drauf? PJ. Pluck a pillar. Okay. Sehr schön. Also. Sie wird uns den Code... wir sollen erst mit ihr spielen. Wir müssen 3 Spiele gewinnen und dann gibt sie uns den Code für den Zug. Und wir sollen nicht schummeln. Sonst wird sie mich nämlich lebend aufessen. Press hier. Okay. Game Station. Was müssen wir denn hier Schönes machen? Da hinten leuchtet was. Das ist wahrscheinlich der Zug, wo wir abhauen müssen. Hallo, hallo. Ist das schön hier. Eine Eisenbahn. Oh, zack. Haben wir jetzt in unserem Collectible hier? Tatsächlich, Train.
Es ist so dunkel hier. Ich gehe erstmal in die Richtung. Zum leuchtenden Punkt. Wacka Woogie. Okay. Preparing for departure. 3, 2, 1. Choo choo. Nein. Hä? Ah, jetzt. Hi kids. Welcome to the game station. I'm Stella and we've got 3 super duper fun games to play. Hurra. Little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Okay, wir fangen mit Musical Memory an. Das ist das erste Spiel, was wir spielen müssen. Okay. Also wir müssen uns wahrscheinlich Musik merken. Oh, schön. Let's party. Oha. I know when your birthday is. June 28. Nein. Falsch. Okay, okay. Müssen wir diesem Rohr folgen? Was zur Hölle sind das hier für ein Tape. Jetzt brauche ich nur noch einen Fernseher. Plastikwelle, okay. Ich guck mal eben auf den Fernseher. Grüne Kassette. Die grüne Hand. Drücke das grüne, ja, Power-Teil, um Electricity lasts for 10 seconds. Okay, um sich aufzuladen. Nach 10 Sekunden hört die Ladung auf. Aha. Wenn die Hand aufgeladen ist, drücke auf das Dreieck in der Tür und die geht auf, um kurzzeitig Strom auf das System zu lenken. Okay, wenn man nicht aufpasst, führt das zu Verletzungen, wenn man sich nicht beeilt. Man hat genau die Zeit, also 10 Sekunden. Vielen Dank, benutze ein Grab Pack mit Verantwortung. Aha. Ah, das sind diese Dinger, die wir aktivieren müssen. Hier müssen wir her. Okay, ich schätze mal, wir müssen uns so eine Hand herstellen. Ah ja. Alles klar. Zuerst das Plastik. Ah, okay. Hier sind die Hände. Verstehe, verstehe. Nächster Schritt. Keine Farbe in der Maschine.
Okay. Wie füllen wir Farbe auf? Da hinten ist, glaube ich, gerade das Licht angegangen, oder? Zumindest geht's hier hoch. Da ist eine gelbe Hand. Aha. Ah, das war ein Collectible. Alles klar. Müsste ich dann auch hier irgendwo drin haben. Die Green Hand. Okay. Ah ja. Okay, Farbe reingefüllt. Alles klar. Huch. Wo kommen wir denn hier hin? Direkt so. Kann ich in die Handmaschine fallen? Okay. Sehr schön. Letzter Schritt. Die Hände sind produziert. Ich brauche ja eigentlich nur eine. Welche nehme ich denn? Okay. Halten die ihn immer nur einmal? Kommen wir daher, okay. Da geht's zu. Alles klar, was ist denn hier? Da geht's weiter. Und was ist hier? Do not enter, okay. Ah, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich her wollten. Gibt's hier was? Ah, ich kann aber trotzdem greifen mit dem Ding. Alles klar. Think green! Recycle. Make a wish! Make a wish! Happy Birthday! Hurra! Okay, jetzt können wir vielleicht endlich das Spiel spielen. Okay. Playtime. Welcome to Musical Memory. Okay. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Schlecht. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's okay. All. Good luck. Du Scheiße. Fucking creepy. Green. Green. Blue. Green. Blue. Blue. Green. Blue. 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 Green. Blue. 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 Green. Oh!
Okay. Yellow. Yellow, blue. Yellow, blue, yellow. Yellow, blue, yellow, yellow. Yellow, blue, yellow, yellow, red. Yellow, blue, yellow, yellow, red, violet. Violet. Round 3. Green. Green Morgan. Green Morgan. Morgan. Green Morgan. Morgan. White. Green Morgan. Morgan. White. White. Morgan, white, white, green. Round 4. Wie lange muss ich das machen? Scheiße! Was? Okay. Splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Take it. Ein Teil des Codes. Train Code 1 von 3. Okay. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Die ist echt übel, ey. Oh. Shit. Na toll. Und jetzt? Oh, hier ist ein Knopf. Mal, vielleicht war da noch was. Ich guck noch mal eben. Es ist so dunkel hier. Kein Fernseher oder so. Also abwechslungsreich ist das ja. Das muss man ja mal sagen, ne? Ich sollte mich beeilen. Playcare. Ach du Scheiße, ist das groß. Da hinten ist so ein grünes Teil, da kriegen wir Strom. Wir gucken, ob hier irgendwelche Secrets sind. Wanna hear a Dino joke? Click once for the question, click again for the punchline. What do you call a dino with one eye? Wie nennt man einen Dino mit einem Auge? Do you think he saw us?
Denkst du, er sah Saurus? Okay. Ich würde fast sagen, dass man von hier oben vielleicht noch irgendwas sieht, was du normalerweise... normalerweise nicht mehr drankommst. Vielleicht so ein Collectible oder so. Irgendwas Goldenes. Ich sehe es jetzt aber gerade nicht. Da hinten vielleicht. Da ist noch so eine Blume. Okay, wir gehen jetzt mal runter. Aha. Rejected item. Okay. Reason for rejection. Extremely negative. Reception from various focus groups. Whoever's idea this was should feel ashamed. Okay, abgelehnte Spielsachen. Wer auch immer dieses sich ausgedacht hat, soll sich schämen. Kaputte. Owen the Oven. Owen der Ofen. Abgelehnt. Multiple cases of children receiving third degree burns. Drei, okay. Das ist Owen der Ofen. Verbrennungsstufe 3. Gab einige Kinder, die das erlitten haben. Okay, können wir hier irgendwie. Ja, man kommt schon hier drüber, ne? Mal gucken, was es sonst noch so hier gibt. Barrel O'Buggy. Grund für die Ablehnung? Verschluckungsgefahr. Kinder haben versucht, aus dem Fass zu essen und dachten, es wären Süßigkeiten. Ah, okay. Ugh. Retail Ship. Eine ganze Reihe von Spielsachen ist in der falschen Farbe. Bei Patty Hall die Farbmaschine sabotiert hat. Damit muss der Saboteur klarkommen oder sowas steht da. Ich kicke einfach alles durch die Gegend. Noch mehr abgelehnte Spielsachen. Huch. Ist echt blöd, dass man hier manchmal die Spielsachen glätscht. Das Mandino, du. Oh, da ist eine. Da ist eine goldene Figur. Da müssen wir irgendwie hoch. Können wir nicht. Aber die ist doch Gold, oder? Wie kommen wir denn da hin? Oh, wir müssen irgendwie da hoch. Vielleicht mit der Leiter. Keine Ahnung, wie wir die aufstellen können. Auch nicht hoch. Es muss doch irgendwas anderes geben, um da hochzukommen. Hier ist eine Tür. Ist natürlich zu. Vielleicht irgendwie hier über die... über die Geländer hier. Kriegen wir Strom her, aber wo ist das Dreieck? Ah, da ist das Dreieck. Ich hänge fest.
Okay. So, diesen Karton irgendwie schieben oder so? Können wir die steuern, diese Kralle? Oh, warte mal, hier gibt's noch... Irgendwo gibt's ein Tape zu finden. Okay. Weight Capacity reached. Ah, okay, ich muss mit dem... jetzt verstehe ich. Ich muss mit dem Ding... Ah, verstehe. Ich muss das ziehen. Jetzt habe ich es, glaube ich. Und zwar auf die andere Seite irgendwie. Mit beiden. Ah. Jetzt habe ich's. Okay, ich muss diesen Kran darüber ziehen. Aber irgendwo muss ich hier noch ein Videotape geben. Und irgendwie muss man da dran kommen. Wahrscheinlich mit dem... So. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich so, ne? Das wird wahrscheinlich gehen. Das Videotape suchen wir gleich mal. Ich will erst mal gucken, ob ich dieses Achievement damit kriege. Aha. Jo! Bam! So kriegen wir das nämlich. So, jetzt muss irgendwo muss noch so ein... Das Videotape rumliegen. Irgendwo muss es rumliegen oder rumstehen. Ich denke aber nicht, dass es allzu gut versteckt ist. Das sage ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Wir irgendwie hoch. Warte mal. Bin doch gerade irgendwie hier hochgekommen. Vielleicht sieht man das von hier irgendwo. Zitrone. Okay. Man kriegt nicht alles hier. Ich find's jetzt leider nicht. Okay, ziehen wir erstmal das Ding rüber. Petstone, Spielzeugstein. Die Zielgruppe war verwirrt. Hast du keine Ideen mehr? Vielleicht liegt hier irgendwo das Video rum. Eigentlich kann das ja nicht so super gut versteckt sein. War zumindest sonst nicht. Okay. Aber wir müssen es hier einmal kommen. Einmal komplett durch den Kakao ziehen. Warte mal.
Station erobern. Das müsste eigentlich dann. Jetzt nochmal hier rüber. Okay. Oh, störe mich nicht. Warte mal, vielleicht hier hinter. Discolor. Falsche Farbe. Das Video muss noch irgendwo hier rum. Hier irgendwo rumhängen. Vielleicht liegt's da drunter. Schade. Okay. Ich will jetzt echt noch das Video suchen. Es muss doch hier irgendwo liegen. Wahrscheinlich nicht im Dunkeln, hä? Vielleicht irgendwo hier? Ich sehe es nicht. Vielleicht in einer von diesen Kisten, die wir hier runterziehen müssen oder so. Ich finde, man weiß aber auch nicht, was man greifen kann. Oder zeigt das Teil hier an. Warte mal, diesen dämlichen Kühlschrank konnte man greifen. Das kann man greifen. Das war kein anderes Symbol irgendwie. Hm. Also ich weiß nicht, wie man, was man greifen könnte. Ich hänge. Nee, doch nicht. Tja. Vielleicht ist es aber auch gar nicht hier. Vielleicht müssen wir erstmal weitergehen. Vielleicht, vielleicht. Denn ich sehe es jetzt nicht. Okay, gehen wir erstmal weiter. Ich glaube, im ersten Durchlauf findet das eh keine Sau. Aber muss ich halt noch länger damit beschäftigen. Man würde ja hier wieder zurückkommen, theoretisch. Sehe ich es denn von hier? Vielleicht oben auf den Rohren? Ne, ich sehe es nicht. Gehen wir mal weiter. Okay, hier können wir hier was machen. Vielleicht steht es hier noch irgendwo. Okay, da gehe ich später hin. Ich guck mal hier. Ein
Okay, da geht's auch nicht weiter. Das ist der einzige Weg hier lang. Hier ist wieder Strom. Kein Strom. Ah, da müssen wir hin. Ich muss da hoch. Verstehe. Komme ich denn da runter? Da muss ich mich beeilen, ne? Okay. Okay. Ich muss vielleicht was Schweres draufstellen. Warum blinkt denn das? Ich müsste einfach wieder schnell runter, aber wie? Okay, das ist in der Tat ziemlich tricky. Kann ich da irgendwas hinholen? Ein Spielzeug? Okay. Ich glaube, der Ball ist nicht die Lösung. Ball ist nicht die Lösung. Oh, warte mal. Warte mal. Wie kann ich den hier drunter tun irgendwie? Irgendwie hier drunter tun. Ja, wahrscheinlich, ne? Muss ich wahrscheinlich drunter tun. Kann er nicht drunter? Er ist gesperrt. Ich verstehe es nicht. Ich bin zu doof dafür.
erst hochfahren lassen. Es geht nur daher. Wir müssen dahin. Warte mal. So, und jetzt? Alter, bin ich denn doof? Wie soll das denn gehen? Vielleicht brauchen wir doch noch irgendwas, was wir drunter stellen können. Irgendwas muss es hier nur noch geben. Okay, warum ist das da? Warum ist das da? Wir können nur hier drüber hier hoch und auch nicht springen. Was, wenn ich mich da drunter stelle? Geht auch nicht. Ah, warte mal. Ist das egal, in welcher Reihenfolge? Ich glaube schon. Wir müssen erst da hoch. So. Dann natürlich erst den. Ich dachte, die Reihenfolge wäre entscheidend. Ach so. Das war natürlich clever. Sehr, sehr clever. Ich dachte, die Reihenfolge wäre entscheidend, dass wir erst unten und dann oben machen müssen. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wo das Tape sein soll. Das Tape versteckt war. Kein Plan. Oh. Aha. Ah, hier sind wir. Aha. Warum sind da jetzt Spinnenweben vor? Egal. Wir können das zweite Spiel starten. To be this smart. Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy. Head downstairs and have fun. Wagga Wuggy, das nächste Spiel. Ich dachte, da oben hing was, was wir mitnehmen konnten, aber war nicht so. Oh. Rote Ersatzhände. Wie kommen wir denn da rein? Gar nicht, wie es scheint. Huch.
Wacke Waggy. Da ist wieder ein Fernseher. Aha. Welcome to Wacka Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. Okay. Wann geht's los? The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Sie hat die Fäden weggeworfen. Man sieht ja gar nichts. Scheiße! Ich sehe nichts. Wo? Oh. Ah. Scheiße. Oh nee, das ist schwer. Ich hab's fast geschafft. Das ist super schwer. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Das ist super schwer. Sehe sie nicht. Wo?
Ich sehe sie nicht. Es ist zu dunkel. Kann ich es irgendwie heller machen? Ich habe es immer ein bisschen heller gemacht. Leider müssen wir uns das jedes Mal angucken. Aber jetzt müsste man es eigentlich ganz gut sehen können. Ich mach's dann gleich wieder, wenn wir das durchhaben. Nochmal! Okay. Ja, das müsste man besser sehen, hoffentlich. Kommt von überall. Oh. Oh, you did it. Hooray! Mommy is so proud of you. Huh? Here, Mommy has another hint for you. Bo? Oh. Dankeschön. Okay, das ist in der Tat sehr, sehr creepy. Ich muss mal eben gucken, Maus. Brightness, Default. So, gehen wir wieder zurück auf die Standardhelligkeit. Anders hätte ich es jetzt nicht hingekriegt. Noch ein Spiel, das übrig bleibt. Folgen wir dem Regenbogen. Können wir uns da irgendwo hochhangeln? Ach, da. Okay. Click the button to feed me candy. Okay. Sind so was Schönes hier? Oh.
das nicht der Zug? Ah, guck mal hier. Da müssen wir aufmachen. Irgendwann mal. Power for the future. Also da... ist ein Hit. Willst du mich verarschen? Hallo? Machst du auf? Ein pinker Huggy Wuggy? Da geht's nicht weiter, ne? Das heißt, wir müssen daher. Okay. Ey, super cool gemacht alles. Wie gesagt, Kommerz hin oder her, das Spiel ist eigentlich richtig cool. Barry? Okay, verstehe. Was können wir mit Barry machen? Ah, ich schätze mal, wir müssen das hier irgendwie durchziehen, ne? Okay. Dann ist hier ein Schalter. Dann geht's weiter mit Barry. Was ist denn hier? Ah, wir uns beeilen müssen. Okay. Wie komme ich jetzt zurück? Ah, einfach geradeaus hochlaufen. Ah, okay. So kommen wir zurück. Ja. Da brauche ich zwei. Zwei. Das heißt, ich muss einen da und einen... Oh Gott. Das ist der eine. Ein da. Okay. Ist hier oben was? Was ist das?
Da, das ist eine Kiste. Die Kiste komme ich nicht. Okay, Barry müssen wir... hier runterziehen. Ach so, weil das ein Gewicht hat. Damit kriegen wir die Sperre weg. Aha. Clever, clever. Kradusch. Ah, da kommen wir zurück. Okay, sonst noch irgendwas Schönes hier? Wackawoogie. Okay. Oh. Achso, hier sind wieder die Arme. Okay. Das heißt, wir sind wieder beim Eingang draußen. Und können jetzt das dritte und letzte Spiel machen. Hoffentlich. Und dann kriegen wir hoffentlich das Passwort für den Zug. Zumindest kriegen wir den schon mal hier. Aha. Ich denke, wir müssen es ja so oder so machen, das Spiel. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, Statues. Follow Mommy down the stairs one last time. Statues. Hope you had a fun day at the game station. See you next time. Ach da, okay. Oh. Auch das Tor selber aufmachen hier. Was ist das? Was ist das für eine Maschine? Das steht doch nicht per Zufall hier so rum. Parameterbatterie. Hä? Ah. Beginnen wir mit einem Stromrätsel. Do you want to play with PJ? Diese ekelhaft, die Figuren. Okay. Okay, ja. Okay. Was zum... Warte mal. Ach du Scheiße, warte mal. Oha. Da sind das A und B? Ja, sieht so aus, ne? Aha.
Eins. Okay, dann müssen wir runter. Okay, warte, warte, warte. Okay, okay, okay. Boah, ist das verrückt. Alles klar. So, was aktiviert? Die Tür hinten? Naja. Okay, was müssen wir hier machen? Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. Ach du Scheiße! Good luck. Oh, das ist creepy. Okay. Wenn das Licht sich... Warte mal, wenn das Licht aus ist, darf ich mich bewegen? Wenn das Licht aus ist oder wenn das Licht an ist? Ich glaube, wenn das Licht aus ist. Scheiße. Shit. Das ist super schwer. Das ist noch schwerer als das andere Scheißding. Rüber. Hard, medium, easy.
Oh. Muss ich da hoch? Shit, ey. Ich habe mich nicht bewegt. Oder darf ich auch meine... Ach so, ich darf auch die Arme nicht bewegen. Okay, okay, okay. Ich darf nur gucken. Ich darf mich nicht nach vorne bewegen und ich darf die Arme nicht bewegen. Alles klar. Okay. Das muss einem einer doch sagen. Verdammte Scheiße. Von der Musik werde ich Albträume kriegen. Das so richtig ist hier. Oha. Da muss ich, glaube ich, hoch. Ja. Wo muss ich hin? Ah, hier. Okay. Er ist gerade richtig wie Portal.
Die wird uns eh finden. Oh Gott, ist das dunkel hier. Mommy knows best. Okay. Ah, da oben. Hä? Hallo? Ja? Okay. Okay. Authorized personal only. Was gibt's hier denn Schönes? Das ist die Ruhe vor dem Sturm hier. Oh, hier gibt's wieder ein Tape. Grün. Water Treatment. Rotate top 90 degrees. Wip. Transfer Request. Oh, schön, das zu lesen. Er ist wieder so klein. Mommy Longlegs has the unique ability to stretch any of her limbs for several hundred feet. Also sie hat die Fähigkeit, ihre Gliedmaßen nach mehreren hundert Fuß zu strecken. This includes her fingers, arms, hair, neck, waist and legs. Also ihre Finger, ihre Arme, ihr Haar, ihre Nacken, ihre Hüfte und ihre Beine. She's very hostile towards the stuff, but is very motherly and acts warmly towards other experiments. Okay. Sie ist eher grob zu den Mitarbeitern, aber ist sehr freundlich und nett zu den anderen Experimenten. Sie beschützt sie. Das Feindselige wird schnell problematisch, aber vielleicht gibt es eine Lösung, um sie zu ihrem Platz zu verweisen. Mami Longlegs würde perfekt sein, alles zu überwachen mit den Kindern in der Game Station. Sie hat die Wärme, die eine Mutter haben sollte und jedes ungezogene Kind wird lernen, auf sie zu hören, auf ihre Mutter zu hören. Es macht natürlich Sinn, dass sie diese Kinder jeden Tag sehen würde und es würde ihr Verhalten verbessern. Es ist sehr ungewöhnlich, dass sie sich vor den Kindern anders verhalten würde. Ich habe sie in eine höhere Sicherheitsstufe sofort verlegt. Die Konditionierung kann beginnen, okay? Oh. Rotate top, rotate bottom. Game Station. Müssen wir wieder zurück zur Game Station? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir noch ein schönes Video hier. Wahrscheinlich liegt das Video rechts oder links irgendwo drin, ne? Nach links kommen wir auf jeden Fall auch. Okay. Interessant. Rotate bottom. Ah, verstehe. So können wir zwei Wege machen. Gehen wir mal zuerst nach links. Mal gucken, was da ist.
Müssen eine Katze kriegen. In die Richtung. Runter. Ja, runter und ah, verstehe. Okay. Oh. Bim. Was müssen wir hier tun? Wir müssen die Katzen in die richtige Reihenfolge bringen. Aber was bringt das? Hoch irgendwie. Okay. Okay. Na komm schon. Also nach links wahrscheinlich, ne? Hallo. Aber wie kriegen wir diese Dinger da raus? Die müssen wir wahrscheinlich da irgendwie hinkriegen, ne? Aber wie? Hier über einfach über alles liegt, ey. Müssen wir vielleicht dieses Ding hier rüberziehen? Nee, das ist schon mal falsch. Ich habe keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen. Ich gehe mal zurück. Oh, jetzt habe ich es verkackt, oder? Jetzt komme ich ja nicht mal hoch. Wie komme ich denn jetzt hoch? Ich stürze mich mal in den Tod.
das alles so richtig? Ich glaube nicht, dass man hier hätte hin sollen. Das ist irgendwie falsch. Load Game. Ich glaube, das war nicht richtig. Okay, warte mal. Dann gehen wir jetzt erstmal nach rechts. Das muss ich noch aufnehmen. Vielleicht ist ja rechts irgendwie vielversprechender. Ach, wir müssen Toy da rein tun. Toy Scanner. Okay. Das heißt, ich brauche einfach nur so ein scheiß Toy oder was? Ah, verstehe, verstehe. Der wäre ich doch ganz einfach drangekommen, oder nicht? Okay, also ich brauche so ein Toy. Ist doch hoffentlich das Richtige, oder? Ich muss da quasi drankommen, okay. Nein, stopp. Hab schon richtig hier. Gelb. Ah, verstehe. Richtung. Dann. Und dann habe ich das Toy. Ich brauche nur dieses scheiß Spielzeug. In meinem Inventar. Und dann können wir rüber das da einsetzen. Mensch, 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 Mensch. Okay. Das habe ich doch jetzt im Inventar, oder? Da ist es doch. Der Banzo Bunny. 3 plus. Ab 3 Jahren. So, lass mal sehen. Also, das. Genau. So müsste das eigentlich richtig sein. Kommen wir zumindest in diesem Bereich. Das war wohl das richtige Spielzeug. Und jetzt? Okay, hier rein. Lagerhaus. Okay, was gibt's da hinten noch? Müssen wir nach rechts oder nach links? Ich gehe mal hier lang. Aha, hier kriegen wir Strom. Müssen wir wahrscheinlich da durch. Ah, warte mal. Okay.
Was ist das denn? Wir müssen erst diese Dinger aufkriegen hier. Oh, Glück gehabt. Okay, vielleicht geht damit. Ah, okay. Vielleicht geht damit das eine auf. Wir fangen gerade erst an. Ja. Wahrscheinlich geht das Tor damit auf. Oh, ja. Doch scheiße. Okay, also. Damit geht das runter. Aber damit komme ich schon. Damit komme ich nicht dran. Das muss ich öffnen. Okay, ich gucke erstmal auf der anderen Seite, ob ich diese Dinger irgendwie öffnen kann. Es muss ja eine Möglichkeit von hier geben. Oh, rotes Tape. Gehen denn diese Türen auf? Also hier muss vielleicht irgendwo so ein rotes Tape rumliegen. Vielleicht irgendwo hier? Sieht man das da? Haare stören. Ich zerbreche mir wieder die Birne hier. Also hier kriegen wir, hier müssen wir das, um das wahrscheinlich dran zu machen. So. Aber wie kriegen wir jetzt das zweite Tor los hier? Das wird auch niemals bis zur anderen Seite reichen. So, haben wir das auf. Und das hier? Das kriegen wir nicht dadurch auf. Da ist das Tape drin. Da ist das Tape drin, aber wie? Ich verstehe nicht, wie wir hier an den Strom drankommen.
Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Hä? Ah, es geht einmal kurz auf. Warte mal. Okay. Ich will zuerst das scheiß Tape da raus haben. Okay, wir haben das Tape. Alles klar. So, dann gucken wir uns erstmal das Tape an. Und dann weiß ich, glaube ich, was wir tun müssen. Nur blöd, dass wir schon zwei Tapes verpasst haben, die ich einfach nicht gefunden habe. Hier. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist. And if we did, quote, we would already be dead anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please, please, carry on with your jobs. Okay, angeblich gibt's eine Riesenspinne hier irgendwo, die aber nicht existiert. Und wenn sie existieren würde, dann, Zitat, wären wir schon alle tot. Zitat Ende. Trotzdem wurden Experten bestellt, um sich das Problem mal anzusehen. Also bitte, bitte, geht an euren Job zurück und macht eure Arbeit weiter. So, das heißt, wir müssen... Nein, das ist falsch. Erstmal hier... Hier. Und zack, zack, zack. Ah, wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück. Es passt sonst nicht. Ah, alles klar. Da ist wieder Timing gefragt hier. Ja, okay. Timing ist alles. Vor allem hier mit meinem... Also. Ich glaube, so rum ist besser. Zack. Zack. Nein! Scheiße! Wollte ich schnell sein, echt ey. Es ist nicht vorbei. Ist da jetzt noch das Video drin? Das wäre halt die Frage. Wenn wir jetzt nochmal das Video angucken müssten oder ob er das gespeichert hat. Okay. Das Video ist immer noch drin. Okay, scheiß drauf. Wir haben es ja gesehen. Also zack. 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 Ach nee, wirklich jetzt. Wie kommen wir denn dann wieder zurück? Gott, das ist ja richtig schwer.
Hallo. Keine Sch- Ach Gott, wie... Nein, wir müssen es gar nicht halten. Wir holen uns das, dann gehen wir rüber und da... Ja, alles klar. Jetzt habe ich's. Wir müssen es gar nicht die ganze Zeit halten. Sondern, also im Prinzip so. Jupp. Jupp. Stopp, brauchen wir ja gar nicht. Ist ja Quatsch. Ja. Ja. Ich habe nur ein bisschen getrödelt. Bop. So. Jetzt aber. Oh nein. Oh nein. Die ganze Arbeit. Oh! I asked you to play fair and you cheated. Was muss ich tun? Cheaters! Now, we're going to play one last game! It's called Hide and Seek! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Du Scheiße. Muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh Gott, die schon wieder. Oh. Blink, blink. Aber wir brauchen Strom. Okay. Muss ich die richtige Reihenfolge oder was? Was zum? Warte mal.
Oh, okay. Ah. 2, 3, 1. Rot. Grün. Nee, rot. Blau. 1. Rot. Blau. Grün, gelb. Rot. Blau. Grün. Gelb. Ah. Okay. Oh Gott, ich hab Angst, dass ich komm. Ah! Okay. Wo muss ich denn hin? Warum muss ich hier aussperren? Was? Okay, ich kann den Hebel nur runter. Das muss ja... Gibt's noch einen anderen Weg? Okay, wie soll man da, wie soll man da wegkommen? Ich kann ja nicht mehr da raus. Die Tür ist zu. Es muss doch irgendwo einen anderen Weg geben. Vielleicht irgendwo oben, links. Keine Ahnung, was ich tun soll. Kein Plan. Du hast ja auch nicht viel Zeit, um dich umzusehen. Also wo muss ich... Wo muss ich... Ich komme nicht mehr zurück. Ah, ich kann da hoch. Ah, ich kann mich da verstecken. Okay, das geht vielleicht. Alles klar. Versuchen wir das mal. Dann sucht sie mich vielleicht. Dann rennt sie vorbei. Ja. Sie weg. Zumindest die Musik weg. Das heißt ja Hide and Seek. Ich soll mich also verstecken. Maintenance. Ensure that machinery is clear of debris. Wild machine surface of lubricant, dirt and other loose debris.
Check for and replace worn or damaged parts. Check machinery fluids level. Check belts for damage. Okay. Also kaputte Teile müssen wir ersetzen. Ach du Scheiße. Um was genau zu machen? War hier nicht ein Kran wieder irgendwo? Ja, da fehlt ein Teil. Okay, aber wo finden wir das Teil? Okay. Ofen. Sehr schön. Aha. Okay. Wir müssen es wahrscheinlich gießen, dieses Teil. Okay, jetzt haben wir ein Teil. Können wir das da einsetzen? Mal reinigen. Ah ja. Mold Slot. Mold Slot. Okay, schmelze. Schmelze irgendwas. Aha. Müssen wir sonst noch ein Teil finden? Ich glaube nicht. Ah, das Ersatzteil. Alles klar. Das können wir dann hier einsetzen. Und dann... Alles klar. Zumindest wieder weg, ne? Da kommen sie nicht hin. Okay, so kommen wir da weiter. Rätsel lösen. Und dann verstecken. Okay, das kam jetzt überraschend. Wegrennszene. Es gibt Schicksale schlimmer als der Tod. Oh!
Mami hat wirklich lange Legs. Na komm schon. Muss halt genau, das funktioniert nur, wenn du genau drauf zielst. Okay. Ja, ist gut. It's an emergency lockdown. Das haben wir hoffentlich hinter uns. Mann, ey. Diese scheiß Hände. Muss genau drauf sein, damit das passt. Das ist immer frustrierend. Vor allem, wenn du halt diese ewigen Ladescreens dazwischen hast, ey. Was soll das denn? Wie soll man das denn schaffen? Muss ich noch was anderes machen? Muss ich hier was in den Weg schmeißen oder so? Wie frustrierend. Oder doch hier. Weil sie ja hier rechts ist, ne? Also eigentlich dürfte das nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen. Oh, ist das scheiße, weil man da an dem Rahmen hängen bleibt. Zwei Stunden später. Man kann sich nicht mal richtig positionieren, dass man das ordentlich schafft. Nein! Ich dachte, er hängt schon wieder und hab losgelassen. Keine Ahnung, dass ich sofort das Ding kriege. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schneide ich das alles raus. Achso. Sehen, was da so kommt, ey. Wahrscheinlich verkacke ich es dann wieder. Wie soll man das denn schaffen? Ich verstehe es nicht.
Okay. Boah, ich schwöre, ey. Ich glaube, das war's. Oh, ich schwöre. Nehme ich überhaupt auf? Ich schwöre, ich habe das jetzt eine halbe Stunde probiert. Ich bin immer wieder an dieser Schaukel, wo man über den Abgrund schwingen musste. Ich bin immer wieder daran gescheitert. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann einfach nicht mehr. Oh, toll. Beeil dich mal ein bisschen. Sehr schön. Die Spinne. Oh, geil. Okay, das wird alles wieder gut gemacht jetzt. Okay. Bay 9. Also auch mit diesen Lichteffekten und so, das hat einfach viel mehr von Portal. Oder Portal 2, besser gesagt. Das gefällt mir wieder richtig gut. Ich hoffe, die Spinne kommt jetzt nicht noch dieses Mal. Aber eigentlich müsste das Spiel bald zu Ende sein. Ah, hier. Noch ein Tape. Aber wo ist der Fernseher? Ist hier irgendwo ein Fernseher? Ach, hier. Log Code 08502. In relation. Experiment 1006. The prototype. Was ist die Spinne? A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Also das Ding, diese Spinne oder was das ist, hat's wohl richtig in sich. Die hat wohl ihren Raum quasi verlassen, indem sie sich irgendwie mit einer Batterie einen Laserpointer gemacht hat, damit die Kamera deaktiviert, und dann sah es so aus, als ob der Raum leer ist, und da ist ein Überwachungsmann reingegangen. Aber das Ding stand nur in einem Blindspot, also in einem blinden, in einer blinden Ecke. Und hat ihn dann überwältigt, und der andere Sicherheitsbeauftragte konnte dann nichts anderes tun, als einfach nur die Tür schließen. Okay. Oh, ist das dieser Hinderniskurs, den wir gemacht haben?
Nein, ist der Train. Train Station. Wir sind beim Train. Die Frage ist, wo habe ich jetzt den letzten Zettel oder wo kriege ich den her? Ah. Was ist das hier? Da steht was. Proctoring in the game station. Instruction. Start by reporting the control station. Always keep a minimum distance of 20 yards away from Money Long Legs. The train will arrive with the children at 8 a.m. All children will be gathered inside the game station all at once. The order of the game should be musical memory, Wookie Wookie, then statues. A series of bridges and doors from the control station should guide you through each game. Mommy Longlegs can assist in escorting the children to each game. Only one child should ever play a game at a time. Children who are not playing a game will wait in the game station. There's playground equipment to keep them entertained. Record each child's performance as is relevant to each game. Musical memory, composure, memory, pattern recognition. Wookie Wookie, hand-eye coordination. Reaction time. Status, agility, strange speed. Once the children have left the day, return to the control station. Give all reports to MS Stella Graber to sort through. Also die Kinder wurden hier quasi hingebracht, mussten dann diese Tests machen. Und, was müssen wir denn hier machen? Mussten quasi diese Spiele machen. Oh! Dankeschön! Jetzt haben wir den Code. Ja. Good. I'll board the train. We need to leave. Geh auf den Zug. Geh zum Zug. Wir müssen abhauen. Okay, was wollte ich noch sagen? Genau. Die Kinder mussten halt das durchspielen und wurden aber dabei anscheinend beobachtet. Und es wurde berichtet dann quasi. Oh. Tolle Rutsche. Press Tab to view. 1, also. Ach du Scheiße. Was? Step 2. 4, 2, 3, 1. Was? Ah, okay. Die Figuren. Die Farben. Ah, wir müssen gucken, wie die sind. Okay, 4, 3, 2. 4, 2, 3, 1 ist der Code. Also dieser komische, ich weiß nicht, dieser Hund ist rot. Ich muss mir das mal aufzeichnen. Scheiße, ich habe keinen Zettel hier. Moment, alles klar. Also. Dieser komische Hund ist rot. Dann Huggy Wuggy ist das wahrscheinlich. Dann diese komische Katze.
Und Mommy Longleg. Also das war rot. Gelb. Rot. Blau. Und die Reihenfolge ist 4, 2, 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Okay. Also erst die blaue. Ah, okay. Hä? 4, da ändern wir die Farbe. Okay, blau. 4, 3. Warte mal, 4, 3, 2, 1. Müssen die dann auch auf der Zahl sein oder muss ich einfach drücken? 4, 2, ist gelb. 3, ist rot. Und 1, ist auch rot. Also 4. Part 1, Icon Sequences. Müssen die dann auch in der richtigen Reihenfolge sein? Achso, und dann drücken. 4, 3, 2, 3, okay, also. So ist richtig, okay. Okay, rot, gelb, rot, blau. Rot, gelb, rot, blau. Okay, und dann 4, 2, 3, 1. Na endlich! Okay, ja? Keine Bremse? Doch noch eine Bremse? Später eine Bremse? Was? I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What? Was? Was muss ich tun?
Stop train! Okay. Fly in a web. Ich fliege in einem Netz. Okay, das war Chapter 2. Bis auf dieses eine Ding, dass ich da eine halbe Stunde in dieser Chase-Szene saß. Das mich ganz schön frustriert hat, hat mir das Spiel mal wieder sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt auf Chapter 3 und ich hoffe, dass es nicht zu sehr kommerzialisieren weiterhin, was sie wahrscheinlich tun werden. Aber eigentlich ist es ein gutes Spiel und das würde ich ein bisschen schade finden. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ruckelt hier. Ich stopp mal besser die Aufnahme, nicht, dass die gleich im Arsch ist hier. Obwohl, noch läuft alles stabil. Merkwürdig. Ich hoffe, das läuft jetzt alles noch. Ja, sieht gut aus. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Vielen Dank dafür. Haut rein. Ciao.